Seit einigen Monaten laufen im Inneren der Nikolaikirche in der Hansestadt Anklam die Bauarbeiten. Die Kirche wird zum Ikareum Lilienthal Flight Museum umgebaut. 2024 soll hier das Otto Lilienthal Museum vom Stadtrand in das Stadtzentrum umziehen. Damit erhält das Haus eine größere und vor allem imposantere Fläche, um das Schaffen des Flugpioniers erlebbar zu machen. Ein weiterer Schritt erfolgte am 6. Mai. An der Nordseite der Nikolaikirche begann mit einem feierlichen ersten Spatenstich der Bau des regionalen Informations- und Touristikzentrums, kurz das RITZ. Es ist das Eingangsgebäude, was viele Funktionen übernehmen wird, die man einfach in der Kirche so nicht etablieren kann, weil man sonst zu wertvollen historischen Raum verliert, der eben der Ausstellung zum Ikareum später vorbehalten ist. Also wir werden hier einen Eingangsbereich finden, wir haben einen Kellerbereich, wo Gäste und Besucher zum Beispiel ihre Taschen abstellen können. Wir haben Schließfächer, wir haben Toilettenräume, wir haben den zentralen Eingangsbereich, wir haben den Shop, wir haben aber auch Multifunktionsräume, zum Beispiel für Schulklassen, die dann das Haus besuchen und anschließend vielleicht nochmal zusammen sitzen. Wir haben natürlich die Büros, wir haben einen Teil des Stadtarchives hier drin. Also das Gebäude übernimmt viele, viele Aufgaben und natürlich auch, sonst hieße es nicht RITZ, Tourismuszentrum, natürlich auch die Aufgaben der Stadtinformation. Rund 7 Millionen Euro kostet der Anbau. Die Landesregierung unterstützt das Projekt mit 6,2 Millionen Euro. Anklam und die Region Vorpommern sollen damit vorangebracht und gestärkt werden. Anklam hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, zum Beispiel mit dem wunderschönen Marktplatz, aber es soll weitergehen. Wir helfen bei der Schule, bei der Schwimmhalle und jetzt hier beim Ikareum. Das Ikareum ist ein Highlight und soll ein touristisches Highlight werden und natürlich auch Touristen anlocken, Wirtschaftskraft in die Stadt bringen und deswegen wollen wir das gerne unterstützen. Der Bau des Ikareums gehört zum sogenannten Anklammer Dreiklang. Dazu gehört auch die neue Schwimmhalle und die Errichtung eines Schulcampus. Die Schwimmhalle wurde im November 2021 fertiggestellt. Der Schulcampus befindet sich derzeit im Rohbau und soll zum Schuljahr 2023/24 den Betrieb aufnehmen. Eigentlich ist das dritte Projekt im Dreiklang, was damit losgeht. Wir bauen zwar schon etwas länger hier an der Kirche und haben ja auch schon eine geförderte Maßnahme mit dem Fußboden. Aber mit dem heutigen Tag, hier werden 7 Millionen in diesen An- und Neubau investiert, ist das natürlich eigentlich der Schritt, den wir brauchen, um tatsächlich auch zu sagen, das Ikareum kommt und wird gebaut. Und zwar in seiner vollen Gänze, bis dann zum Schluss auch die Turmspitze wieder drauf ist. Das ist noch ein weiter Weg, es ist noch nicht alles ausfinanziert. Aber mit dem heutigen Tag gehen wir davon aus, dass das Land, und das haben wir heute von der Ministerpräsidentin gehört, auch uns weiter unterstützt, der Bund uns weiter unterstützt. Auch da gibt es positive Signale. Mit dem Einzug des Otto-Lilienthal-Museums 2024 werden die Bauarbeiten am Ikareum nicht vollständig abgeschlossen sein. Die einzelnen, noch nicht ausfinanzierten Bauabschnitte können jedoch beim laufenden Betrieb fertiggestellt werden.